Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu Wreckfest. Oder willkommen zurück zu Wreckfest. Ich bin froh, dass ihr wieder dabei seid und es heute mit der Zerstörungswut weitergeht. Komm. Team, das Batman Stadium, starten wir rein, komm. Ein bisschen Supervans, Smash-Up. Das heißt, ich glaube, es sieht so aus, als würden wir tatsächlich nur alle mit diesen Supervans antreten. Und ich bin so kein Fan von diesem Fahrzeug, aber wir nehmen es mit, wie es geht. Ich will ja dieses Ding hier durcharbeiten. Na, gucken wir mal. Ein Deathmatch-Derby auf jeden Fall, was es da heute angeht. Und ja, sind schon mal alle Fahrzeuge die gleichen. Kann ich die Karre eigentlich tun? Ne, ist natürlich nicht möglich. Das heißt, ja, okay. Ja, alles gut. Gehen wir rein auf jeden Fall und versuchen drei Gegner zumindest zu zerstören. Das ist das große Ziel. Und wenn wir das hinkriegen, 30 Stunden. Sehe ich das gerade richtig, dass er wieder schon, dass da ein Bulls dabei ist? Oh Gott, ich dachte, das wäre diese super Nutzverwendung. Und im Bulls hast du schon mal einen riesen Vorteil. Weil das Ding einfach ein bisschen mehr aushält als der Supervan. Warte mal, da stand einer. So, den nehmen wir mal kurz noch mit. Aber ich weiß gar nicht, ob das Mitschnitt sogar gefahren hat. Der hat auf jeden Fall nochmal einen mitbekommen, der Junge. Wir haben 3 Minuten 50 Zeit. Ich will auch einen Bus haben, mein Freund. Leider haben wir noch keinen Gegner zerstört. Wir haben 33 Punkte. Wir sind vorne momentan Erster. Aber wie gesagt, unsere Aufgabe ist es, das Ding hin und her zu fahren. Gut, der hat auch... Na gut, geht aber. Der hat uns nicht so stark erwischt, wie ich eigentlich jetzt erwartet hätte. Nein! Auf jeden Fall der eine nochmal gut einen mitbekommen. Gerade ich habe immer noch keinen Gegner zerstört. Ich muss irgendwie mal Gegner zerstören. Weil die ganzen Paar sind schwer angeschlagen, klar. Den hat auf jeden Fall nochmal einen mitgekriegt. Ah, ich habe einen. Nee, hab ich nicht. Ernsthaft? Ich dachte, ich hätte einen erwischt. Ich dachte, ich hätte einen mitgenommen. Oh, den habt ihr auf jeden Fall noch nicht. Aber ganz leicht nur. Da hängt ein Bus fest, das ist mir gerade herzlich egal. Und jetzt habe ich einen erwischt. Auf jeden Fall hat es da ordentlich einen mitgenommen. Oh, der zweite direkt dahinterher. So, den nehme ich auch mal mit aufs Dach, die Kollegen hier. Und, ne, ist leider nicht der dritte. Schade. Also gegen den Bus werde ich keine Chance haben. Das ist mal jetzt absehbar. Die werden so viel Power haben oder so viel Widerstand leisten können, dass es... Arsch. Boah, der Bus hat mich nicht erwischt, aber Gott sei Dank auch nicht.
Wie viel haben wir denn überhaupt noch auf der Strecke so? Für den einen ja, weil das Problem, dass der natürlich jetzt ein bisschen ah, fuck you mit deinem scheiß Bus, Alter. Zwei Aufgaben, zwei Prozedur. Das wird nichts werden. Zwei habe ich zerlegt. Oder habe ich den gerade noch mitgenommen? Den einen jetzt. Ich glaube nicht. Ne. Leider nicht, aber wir haben eine Aufgabe erledigt. Zumindest mal das. Ja, leider nicht. Schade. Fehlschlag, Herausforderung. Drei Autos hätten wir zerlegen müssen. Zwei haben wir zerlegt, aber immer wieder. Ach Mann, ärgerlich. Ah, scheiße, das ist ärgerlich, dass ich den nicht mitgenommen habe. Den hätte ich so gerne mitgenommen. Aber dann fahren wir hier mal noch. Oder habe ich die. Ne, ich nicht. Scheiß recht nicht, ne? Dann fahren wir hier nochmal mit dem, das Limousinen-Demolition. Was haben wir denn hier an Fahrzeugen eigentlich? Ein Warwagon. Kriege ich den? Normal. Machen wir es so. Okay, gehen wir rein. In das nächste Zerstörungsding. Und dann machen wir Feierabend auch schon. Also es geht ja eh nicht immer lange. So, dauert jetzt einen kleinen Moment hier. Und dann geht es jetzt gleich weiter hier mit dem nächsten Zerstörung. Oder mit dem nächsten Zerstörungsrennen, einem Zerstörungsderby, wie auch immer, wie ihr das nennen wollt. So, kann ich, Jürgen, kann ich gar nichts machen. Okay, geh mal rein. Und heute geht es nur darum, Autos, Autos, Autos zu zerlegen. So, den mal kurz ein bisschen reindrücken in die Wand oder Richtung Wand. Der hat auf jeden Fall richtig schön erwischt, den Kollegen da. Ach, ich weiß nicht, wie weit habe ich nicht gesehen, weil da so viele Autos rumstanden. Den hat er auf jeden Fall erwischt. Den auch. So, der erste ist schon mal raus. Das war schon eine Aussage. Scheiße. Der steht auch schon da. Scheiße. Kann man sein. Das Lustige ist, dass die dafür sagen, noch ausweichen wollen. Jetzt habe ich einen. Also einen, nicht den, sondern einen. Wie viele waren denn überhaupt noch? Sieben.
Der ist raus. Den habe ich leider nicht fest genug erwischt. Den habe ich rausgenommen. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Schade. So, der ist auch raus. Wen haben wir denn überhaupt noch im Rennen? So. Zwei noch. Ah. Genau, jagt euch mal ein bisschen gegenseitig, dann kann ich euch da beide rausnehmen. Dann haben wir den noch. So, dann haben wir den letzten noch drin und dann geht's jetzt ins Finale. Und das ist das letzte Ding hier. Wer war bei den Kollegen? Da nach vorne. Und ich habe noch 77. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass der mir reicht. Jo, dann haben wir es gewonnen. Und das war nämlich sein letztes Ding. Und dann haben wir das Ding nach Hause gefahren. Vier Leute haben wir aus dem Rennen genommen. Vier Leute haben wir aus dem Rennen genommen. Und dann haben wir dieses Ding hier, dieses Last Man Standing, entschieden. Cool. So, eine neue Limo, aber ziemlich happy, gerade zufrieden, dass ich das Ding nach Hause gefahren habe. Gut. Damals war es nicht unfair. Jetzt haben sie mal Erster geworden und haben dieses Limousine Demolition nach Hause gefahren. Ja, auf dem Big Valley Speedway. So, damit ist auch mal Feierabend. Wir sind zur nächsten Folge wieder und dann geht's weiter. Wahrscheinlich wieder mit ein bisschen Racing. Demolition Racing. Ja, das machen wir dann als nächstes. Die zwei Dinger da oben. Bis dahin und tschüss.